Hast du mitbekommen, dass LG auf der CES Roboter vorgestellt hat, die auf den Namen Hub-Robot hören? Und es gibt einen großen und einen kleinen, die verschiedene Aufgaben übernehmen soll. Der große ist mehr so für Flughäfen gedacht so, und soll dir da nützliche Zusatzinformationen geben zu Flügen und Abflugdaten, und du kannst da wohl auch dein Ticket buchen und so ein Kram. Und die kleine Version soll wohl mehr so eine Konkurrenz zu Alexa oder Siri werden. Und Ja, Smart Home Kram auch. das habe ich gesehen, aber ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich hatte halt auch erwartet, dass es wirklich ein Roboter ist, und nicht nur eine Art Lautsprecherbox mit einem Gesicht so. Weil es ist wirklich eigentlich echt nur eine Art Amazon Echo oder Google Home, wie du schon gesagt hast. Halt mit einem Display. Und ja, kann der noch viel mehr eigentlich als jetzt so ein Google Home Lautsprecher? Also von dem, was man gesehen hat, eigentlich eher nicht, ne? Das, was ihn wohl eher zum Roboter macht, ist so, dass er halt irgendwie Geste bzw. Mimik ausdrücken kann, so über sein Display. Der ist ja auch weitgehend so an so einem menschlichen Abbild angelehnt, so kann man so sagen. Also, ne? Ist halt ein Ja, Gesicht. also er hat das Gesicht, genau, das macht Naja. ihn direkt schon mal menschlicher. Und er kann auch ja, unterschiedliche Menschen erkennen, also hat Gesichtserkennung. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber natürlich, er kann jetzt nicht in der Wohnung rumfahren und irgendwelche Sachen erledigen. Aber er kann natürlich andere Roboter, die man dann so hat, wie irgendwie, wenn man jetzt ein ganzes Smart Home hat und dann irgendwie seinen Staubroboter, Saugroboter. Saugroboter und keine Ahnung, seine, könnte sogar, glaube ich, seinen Backofen damit verbinden. Ja, Und das ist auf jeden Fall cool. alles Mögliche. Aber natürlich, dann brauchst du auch so einen, keine Ahnung, so einen intelligenten Backofen, wo du wahrscheinlich eh das schon mit deinem Handy auch machen Ja, könntest. das Ding, deswegen heißt er aber wahrscheinlich auch Hub, so dass da halt alle Smart Home Gerätschaften in dem zusammenlaufen sollen. So, Ja. dafür wird er gedacht sein im Endeffekt. Also im Moment ist das natürlich alles noch so ein bisschen Spielerei. Ich meine, so ein Backofen oder so kann man wahrscheinlich noch nicht mehr kaufen. Und auch wenn, gibt's so, das haben ja kaum Leute. Ja. Deswegen, ja, weiß nicht. Ich finde, mich interessiert das eher so in den kommenden Jahren, wenn solche Geräte, solche Smart Home Geräte auch wirklich verbreitet sind und das auch wirklich Sinn macht, so. Ja, da verstehe ich aber den Ansatz von LG aber auch nicht richtig so. Es scheint ja tatsächlich so für die Zukunft gedacht zu sein und erstmal als Zukunftskonzept so, aber dafür finde ich es viel zu unambitioniert so. Weil Ja, das viel mehr stimmt. als das, was Google und Siri halt jetzt schon machen, oder Alexa, kann das und halt nicht mehr so. Also, Ja. ne? Wenn ich LG wäre, so, dann würde ich so in meine Zukunftsversion wesentlich ambitionierter stecken. Ich meine, das Ding hat nicht mal Arme. Ja, es ist nicht mal ein Roboter, so, ne? Deswegen. Es ist halt wirklich nur so eine Lautsprecherbox, und da könnte ich mir dann auch wirklich eine Lautsprecherbox holen. Ja. Und dafür finde ich, das Teil sieht dann auch ein bisschen zu übertrieben aus für das, was es kann, so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, aber 4 Minuten.